Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute so viel anderes im Kopf gehabt, dass ich nicht dazu kam, für euch Videos aufzunehmen. Sorry so far. Aber ich kann euch versprechen, dass euch in naher Zukunft eine ganze Menge sehr spannende Dinge erwarten. Auch ja, aktuellere Berichte und nicht nur allgemeines Blabla. Was ich euch gestern schon lang mitteilen wollte, war das Thema JPE-Verfahren. Das hatte ich angekündigt, war dann aber zu faul dafür gestern Abend. Für mich ist die spannende Frage ja die: Gibt es in einem solchen Verfahren mit solcher Weitreihe überhaupt Neutralität? Ich kann und will gar nicht beurteilen, ob die Aussagen des Herrn Bauer hier jetzt geeignet sind, die Neutralität zu hinterfragen. Die Frage ist doch eher, ob die grundsätzliche Meinung, hier liegt ein Hexenverbrennungsverfahren vor, hier liegt ein Verfahren zu Lasten der Eltern vor, hier werden Eltern wie Dreck behandelt, ob eine solche allgemeine und in der Regel auch als wahr zu unterstellende Aussage nicht dazu führen kann, dass man eben diese Verfahren anders behandelt und die Leute ausschaltet. Kein Richter, der in dem Verfahren beteiligt ist, kein Staatsanwalt, kein Justizbeamter, kein Polizist, kein Anwalt und schon gar kein Erbe eines Opfers kann denn in diesem Verfahren sagen, es wäre neutral. Ja, wir sind doch alle so medial vorgeprägt worden. Ich meine, das ist diese amerikanische ideelle Sicht auf die Jury, dass man jemanden findet, der keinen Fernseher hat und der medial von dem Themenkreis nichts mitbekommen hat. Das mag ja funktionieren, wenn der Fall als solches nicht bereits vorab, vor Anklageerhebung, breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und wenn es nicht so viele politische Verstrickungen gibt, dass wir ja alle gezwungen sind, eine konkrete Meinung zu haben. Und kann man das dann alles, diesen ganzen Frust an dem Herrn Bauer auslassen, der halt sich dem Staat entgegenstellt und eine andere Meinung hat und der halt verdammt nochmal genau den Vorteil hat, den der gerichtliche Sachverständige nicht hat? Er hat mit der JPE gesprochen. Und damit ist halt seine Aussage ja mindestens viermal so viel wert wie das allgemeine Blabla des gerichtlichen Sachverständigen, der halt ein bisschen in der Akte gewühlt hat. Klammer auf, wahrscheinlich in einer unstrukturierten Akte, sprich ohne Wertungen der Richter, sodass sein Gutachten gar nichts wert sein dürfte, wenn nämlich selber die Bewertungen von Zeugenaussagen vorgenommen hat, Klammer zu. Und die ganzen Aussagen, die man dem Herrn Sass zuschreibt, ja, sehr hochnäsig anderen Gutachtern gegenüber, in diesem Verfahren, naja, lassen wir es drum. Ich will es einzelfallbezogen nicht beurteilen. Kann ich nicht, ich kenne die Akte nicht, ich habe Gott sei Dank diese ganzen Verfahren nicht mitmachen müssen. Aber alles, was ich sage in einem solchen Verfahren, und das gilt für mich natürlich auch für sehr viele familiengerichtlichen Verfahren, gibt es keine Neutralität, weil wir alle eine Meinung haben müssen. Die Frage ist doch nicht, haben wir eine Meinung, sondern ist diese Meinung, die wir haben, so prägend, dass sie eine neutrale Jobbearbeitung nicht zulassen. Wenn man Ersteres unterstellt, dass diese Meinung so prägend ist, dann gibt es hier keinen Richter mehr, der neutral entscheiden kann. Wenn man mit mir eigentlich sagt, die Frage ist, hat er konkret irgendwo Mist gebaut, dann habe ich bisher nichts gelesen. Aber gut, das mag im Urteil dann ausführlich dargestellt sein. Aus meiner Sicht jedenfalls ein weiteres Armutszeugnis für diesen Rechtsstaat. Das wollte ich euch mitteilen. Bis bald und ich freue mich auf euch. Ciao.